Hallo, jetzt schauen wir auf die vage Frau und die Liebe. Für die liebe vage Frau, was ist da in der Liebe jetzt wichtig? Du kannst Single sein, du kannst gebunden sein, Zeit ist fließend. Was gibt es für die vage Frau in der Liebe zu sagen gerade? Oha. Das soll reichen. Was haben wir denn da? Es geht um Gefühle, stabile Gefühle. Achte auf deine Gefühle, also auf dich selber, ne? Dass du stabil bleibst im Gefühl. Freitags. Vollende etwas und lass was los. Das ist auch so wie, ja, geh vielleicht am Wochenende mal raus. So der Tipp. Ne? Ja, etwas geht zu Ende. Und heile deine Wunden. Ja, liebe vage Frau, das ist der Skorpion. Na, es geht um Verletzung. Die hat es in der Vergangenheit vielleicht gegeben. Das soll aber nun vorbei sein. Gab vielleicht auch schon öfter Verletzungen. Aber das willst du nicht mehr. Ne? Dann gehst du Freitag mal ein bisschen raus, liebe vage Frau. Ne? Lass das mal los, lass das mal hinter dir und, ne? Achte mal auf dich selber, ne? Schau mal in dich rein. Was ist dein Gefühl? Was fühlt sich gut an? Ne? Was ist stabil? Und dann wollen wir da mal nachschauen. Worum geht es da genau bei der vage Frau? Die vage Frau in der Liebe. Da bist du auch schon, liebe vage Dame. Wo darfst du denn reinschauen? Was die Liebe angeht. Wie gesagt, du kannst Single sein, du kannst aber auch gebunden sein, einen Wunschpartner haben. Worum geht's da? Du machst dir Gedanken um einen Freund. Und das ist hier diese Karte, ich finde dich heiß, also so Freundschaft plus. Freundschaft plus, was die Liebe angeht. Na, worum geht es denn da noch bei der vage Frau? Worum geht es da noch? Na, da haben wir die Liebe. Hast du dich in einen Freund verliebt, liebe vage Frau? Da gab es einen Neuanfang. Vor kurzem. Frisch verliebt, liebe vage Frau. Frisch verliebt in einen Freund. Wie geht es denn da weiter bei der vage Frau? Nachrichten. Also man schreibt sich schon. Man schreibt sich schon, ja. Hier. Nachrichten. Also man spricht schon miteinander. Ehrliche Gespräche. Heiße Gespräche. Da wächst was. Da wächst was. Haben wir die Sense. Also das ist auch plötzlich verliebt vielleicht. Und du willst was haben, liebe ja, vage Frau. Was willst du denn haben? Was möchtest du denn ernten? Also es ist die Erntekarte, das findet ja auch jetzt aktuell gerade statt. Ja.
Ist wieder der Hinweis auf den Skorpion, die Verletzung. Innerlich tut das weh. Dieses Gefühl, das wird auch immer stärker. Warum tut das denn so weh? Warum tut das weh? Ja. Die Zurückhaltung der Turm. Aha. Ja. Du willst das unbedingt, liebe vage Frau. Der Schlüssel ist verkehrt rumgefallen. Also ist, du bist dir nicht sicher, ob dieser Freund das Gleiche für dich fühlt. Weil der hält sich zurück. Der hält sich zurück. Deswegen auch der Hinweis, achte auf deine Gefühle. Worum geht es denn noch bei der Waage Frau? Die Verbindung. Also ihr seid noch nicht zusammen. Ihr seid noch nicht zusammen. Da, das ist nämlich das, was du dir wünschst. Weil du Gefühle hast. Du hast Gefühle entwickelt. Okay. Ja. Du hast Gefühle entwickelt, liebe vage Frau. Du bist verliebt. Aber diese Gefühle, die werden nicht erwidert. Diese Gefühle werden scheinbar nicht erwidert, liebe vage Frau. So, Öffentlichkeit. Ja. In der Öffentlichkeit hat sich da was auf dich zubewegt oder du bewegst dich in der Öffentlichkeit. Wir hatten ja auch hier die Nachrichten. Das kann auch sein, dass ihr im Internet sprecht, ihr beide. Oder, weil diese Gefühle nicht erwidert werden, hast du Hoffnung, dass dein Gegenüber sich öffnet. Okay. Da haben wir deinen Gegenpart. Wo schaut er denn rein? Er schaut da gar nicht hin. Ist in seinem Rücken. Also du kommst auf diesen Mann zu. Du hast dich verliebt, liebe vage Frau. Du findest diesen Mann sexy. Wie hast du diesen Mann auch seit kurzem kennengelernt? Im Internet wäre möglich. Wo schaut dieser Mann denn rein, dein Gegenüber? Wo schaut dieser Mann rein? Weil irgendwie tut dir das ja weh, ne? Dass diese Gefühle, ja, der hält sich zurück. Sag ich ja. Dein Gegenüber hält sich zurück. Der erwidert deine Gefühle irgendwie nicht. Ihr seid auch noch nicht zusammen. Also ihr kennt euch scheinbar noch nicht lange. Ja. Das wird auch eine ganze Weile dauern. Liebe vage Frau. Dieser Mann. Der ist blockiert. Der geht da nicht drauf zu. Da musst du viel, viel Geduld aufbringen. Wenn das ein gutes Ende nehmen soll, also wenn das glücklich werden soll, da brauchst du viel, viel, viel Geduld, liebe vage Frau, bis dieser Mann sich öffnet. Ja. Dieser Mann ist vorsichtig. Dieser Mann ist vorsichtig.
Worum geht's da noch? Ja. Dieser Mann ist vorsichtig. Der redet auch viel falsches Zeug, auch mit anderen Leuten. Vielleicht auch ein sehr aufbrausender Mensch. Der ist leicht auf 180. Vielleicht kommt dieser Mann auch aus einer anderen Kultur. Das kann sein. Kultureller anderer Kreis. Worum geht's da noch? Aha. Ja. Dieser Mann, der spricht auch mit anderen Frauen. Der spricht auch mit anderen Frauen. Das war ja auch der Hinweis hier. Mehrere Personen. Dieser Mann spricht mit vielen Frauen. Okay. Deswegen tut dir das vielleicht auch so weh, liebe Waagefrau. Du bist schon verliebt in den, ja. Ja. Und du möchtest eine Entscheidung. Ja, die positive Veränderung. Du möchtest, dass er sich für dich entscheidet, liebe Waagefrau. Unterm Kartendeck haben wir aber das geschlossene Buch. Dieses Kapitel ist noch nicht geöffnet. Wir können einmal für die Waagefrau fragen, wird sich dieses Kapitel dann öffnen? Aber im Moment erwidert er die Gefühle ja noch nicht. Das ist die Zukunft, die Klarheit. Was ist denn die Klarheit in der Zukunft für die Waagefrau? Ja, was haben wir denn da? Ja, Geduld. Geduld, das Schiff ist auch langsam. Dieser Mann ist viel im Kopf. Der zerdenkt Dinge. Das ist ein Kopfmensch. Was dürfen wir der Waagefrau denn da noch mitgeben? Ja. Das ist für Momente, mein Lieber. Ja. Dieser Mann hat viel Eigenliebe. Der guckt einmal da, wo er zuerst am besten bleibt, bei sich. Was gibt es da noch zu diesem Mann zu sagen? Der sieht dich als Freund. Der spricht freundschaftlich mit dir. Und da hält er auch dran fest. Ist vielleicht ein Arbeitskollege. Könnte auch sein. Vielleicht ist das auch ein Arbeitskollege. Das ist die positive Veränderung. Worum geht es da noch? Ja. Da hätte ich gerne noch ein, zwei Karten, bitte, für die Waagefrau. Ja, Nachrichten. Was sind das für Nachrichten? Ja. Ja, dieser Mann ist auch nicht ganz ehrlich in dem, was er sagt. Der hat viel Misstrauen. Der hat viel Misstrauen. Der bietet dir falsche Sicherheiten. Der bietet dir falsche Sicherheiten. Wie
Wie gesagt, wir hatten ja hier, der spricht auch mit mehreren Frauen. Da musst du sehr, sehr, sehr geduldig sein, liebe vage Frau. Ich kann noch mal nachschauen, ja, das ist es. Wie geht das aus für die vage Frau? Wie geht das für die vage Frau aus? Ja. Hier haben wir. Okay. Neuanfang. Ja. Also dieser Mann, das ist ein langer, komplizierter Weg. Ja. Der hat Ängste. Der hat Angst, was Neues anzufangen. Hier Instabilität, also Bindungsängste auch. Der will sich nicht festbinden. Der spricht ja auch im, also woanders, mit anderen Frauen. Ja. Das ist das Ende. Also, wir hatten ja da auch. Etwas geht zu Ende. Liebe vage Frau, den Typ, den schlag dir besser aus dem Kopf. Das hat keinen Sinn. Der ist bei sich.